Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Das letzte Mal haben wir unproduktives Zeug getan und am Ende die Bauerstochter gekriegt. Diesmal werden wir uns ein wenig produktiver tätigen, hoffe ich. Scheiße! Ja, schrei rum. Und zwar wird dieses produktive Arbeiten so aussehen, dass wir vielleicht mal zu unserem eigentlichen Ziel zurückkehren. Das habe ich vollkommen aus dem Kopf geschmissen. Warum auch immer. Wir fragen jetzt einfach mal nach den Räubern, die wir ja suchen. Warum auch immer ich das in meinem Hirn deaktiviert hatte. Brauche kein Mensch, ne? So, und zwar werden wir dazu wahrscheinlich die drei größten aufsuchen müssen. Alvin, hi. Die drei wichtigsten, und das ist auf jeden Fall einmal der Geistliche. Sprecht, schnell. Den wir jetzt erstmal machen. Ich suche nach Männern, die Salamander-Abzeichen tragen. Das ist nicht klug. Wieso? Die zu verärgern, kann euer Leben verkürzen. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Vor euch kam hier schon ein anderer Hexer vorbei. Der war genauso eingenommen von sich selbst wie ihr. Doch, seht ihr ihn hier? Nein. Denn er ist geflohen. Hast deine Hände in deiner Tasche? Du solltest es mal untersuchen lassen, Kollege. Seid nicht so überheblich, was die Salamandra angeht. Das ganze Dorf fürchtet sie. Und das nicht grundlos. Ihr müsst uns alle überzeugen. Was kann ich tun? Für mich wünsche ich mir, dass ihr die Bestie vernichtet. Was die anderen angeht, besucht Odo, Mikul und Haren. Könnt ihr deren Probleme ebenfalls lösen? Sind das so etwas wie Älteste? Alle kennen und achten sie. Odo ist reich, Haren ist Kaufmann. Mikul gehört zur Stadtwache. Wenn ihr deren Vertrauen gewinnt, gewinnt ihr das Vertrauen des ganzen Dorfes. Das werden wir sehen. Wartet. Die müssen glauben, dass ich euch geschickt habe. Zeigt ihnen diesen Ring des ewigen Feuers. Hey, das hätten wir vielleicht mal früher machen sollen. Sorry, Leute. Wie gesagt, ich spiel das Spiel blind. Komplett blind. Also ich kannte wirklich, bevor ich es aufgenommen habe, ungefähr nichts. Ich kannte noch nicht mal das Intro. Ich habe das Spiel gestartet, habe die Grafikeinstellungen so gemacht, wie sie sein sollten und habe das Spiel wieder beendet. Und habe es für einen guten Monat liegen lassen, was mich persönlich ziemlich angekäst hat. Aber okay, das soll uns ja nicht weiter stören. Ja, ich wollte halt erst Amalur zu Ende bringen. Das habe ich dann auch getan. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir am einfachsten zu den Leuten? Ich weiß, dass da unten Odo wohnt. Und ich weiß, dass der Kaufmann, also Haren, irgendwo hier ist. Das heißt, ich glaube, wir gehen mal zu Mikul. Und schauen uns mal an, was der zu berichten hat. Dazu muss ich wieder zurück. Jasons! Ich würde übrigens gerne rennen können, aber das ist uns anscheinend nicht vergönnt. Anscheinbar, habe ich das gerade ernsthaft gesagt? Eine Mischung aus anscheinend und anscheinbar? Oder wie? Oder, ach, egal. Ich finde es ja immer noch putzig, wie die sich alle unter das Dach verziehen, wenn es anfängt zu regnen. Was in dieser Gegend hier übrigens auch nie passiert. So fast nie. Also ich sehe es jetzt hier das erste Mal regnen. Ne? Hust. Also, geht mir langsam ein bisschen am Zeiger. Aber, hey, kann natürlich sein, dass es eine regenreiche Gegend ist. War Haren nicht irgendwo hier? War es nicht einer von diesen hier? Ich glaube schon, ne? Haren Brock oder so? Kann das sein? Irgendwie habe ich da sowas im Kopf. Suchen wir den mal auf. Ich meine, der war hier irgendwo. Haufbold. Haut ab! Ja, okay. Wo ist er denn? Bettler. 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 Hoppi, hoppi, hoppi. Hopp, 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 hopp. Schurke, Raufbold, Schurke. Was ist das hier für ein Haus? Tür. Super. Tolle Beschreibung. Hier richtig, Raufbold. Okay.
Schurke. Scheinbar nicht. Was war das fast mit dem Feuerstein, ne? Ne, mit Kirschbier. Okay, nehmen wir mit. Was? Warum haben die Geld im Keller? Das macht keinen Sinn. Aber Ratten. Okay, das macht wiederum Sinn. Naja, egal. Wieder so ein Raufbold. Okay. Umland von Vizima. Vizima. Menyang. Damals. Harens Haus. Es hat sogar einen Namen. Es konnte ja keiner ahnen. Dann ist der Spacken noch nicht mal zu Hause. Mann. Wieder die Anderlinge. Okay. Braucht kein Mensch. Na toll. Und wo soll ich den jetzt bitte finden? Das sind also nicht stackbare Items. Okay. Boah, wie mein Rechner gerade abgeht. Ist ja nicht lustig. Harenbrock, hi. Ich nehme an, der Geistliche schickt euch. Netter. Natürlich. Warum glaube ich euch das nicht? Nehmt das zurück. Ne? Ich nehme an, der ja. Natürlich. Ich will den nicht bestechen. Ich hab doch so einen komischen. Ach, ich muss ihn anlegen, wa? Willkommen. Wo ist er denn? Fort. Okay, dann lege ich den halt an. Fremde sind nicht willkommen. Den muss ich einmal resetten. Okay. Anstrengendes Zeugs hier. Hi. Ja. Doch. Müssen wir jetzt nochmal resetten? Mann, Missklick. Ah. Ja, ich habe heute einen relativ guten Ausschlag. Das ist schön. Naja. So. Ich nehme. Ja. Zeigen. Na also. Ewige Feuer? Ein Geschenk des Geistlichen? Der Geistliche schickt mich. Er denkt, ihr braucht einen Hexer. Stimmt. Die Toten kommen nachts aus dem Fluss. Eine grauenhafte Kälte kommt vom Wasser her. Helft mir. Helft mir. Ich scheue keine Kosten. Okay. Ich helfe im Tausch gegen Informationen über die Salamandra. Und gebt noch 100 Orens drauf. Für meine Ausgaben. Ich hab schon gehört, dass ihr sie sucht. Die Salamandra bringen nichts als Ärger. Aber egal. Wir sind uns einig. Diese verdammten Untoten. Sie verscheuchen die Kunden und zerstören meine Kisten. Und dies ist wertvolle Fracht für einen speziellen Kunden. Was verkauft ihr denn? Eigentlich alles. Aber es sind schwere Zeiten. Daher ist die Auswahl begrenzt. Hör auf zu stottern, Mann. Die Textbox braucht so lange. Immer recht. Mann. Verkehr die Scheiße. Oh. 6 bis 12 hat der temerische Stahlschwert. Schaden minus 20. Warum? Das macht keinen Sinn. Oder macht das den Schaden der Gegner runter?
Eine Axt. Eine Axt. Das ist dieselbe, ne? Ja. Schwarzpulver, Malmstein, Bärenfett, serikanische Mischung. Für Bomben. Oh. Bomben freue ich mich ja schon. Naja, schauen wir mal. So, das heißt, wir sollen die Ertrunkenen nachts hier töten am Flussufer. Okay. Einen bestimmten, das habe ich jetzt gerade nicht durchgelesen. Oder... Ich muss die Ertrunkenen töten, die nachts am Flussufer spuken. Okay. Einfach nur einfach alles niedermetzeln. Das kann ich. Glaube ich. Ja, wie gesagt, nochmal, sorry Leute. Ich hätte den Quest echt früher angehen sollen, weil ich nehme an, das ist die Quest, die uns letztendlich nach Vizima reinbringt. Aber ich hatte natürlich keine Ahnung. Das Einzige, was mir halt mitgeteilt wurde, ist, dass ich die Liebschaft noch kriegen kann. Mit der Bäuerin. Und ja, dementsprechend fünf. So, reden wir mit Mikul. Mikul wird uns auch noch eine Quest geben, nehme ich an. Ich hoffe auch irgendwas töten, weil durch die Gegend laufen habe ich keine Lust drauf. Und dann müssten wir noch zu Odo. Weiß der Geistliche, dass ihr hier seid? Natürlich. Ich glaube euch nicht. Hat er euch was mitgegeben? Ja, hat er. Der Geistliche sagte, betet das Feuerzeichen an. Offenbar hat er euch geschickt. Könnte ich einen Pass bekommen? Gibt es Probleme hier? Der Geistliche meinte, ich könnte euch zu Diensten sein. Ich soll diese toten Leute loswerden. Tote Leute? Jawohl. Der Kommandeur hat mich zur Gruft unten an der Straße beordert. Ich habe doch noch nie gekämpft. Viel zu viel Angst. Idiot. Tote, sagt ihr. Bitte, Herr. Ich bin ein Hexer. Ich befreie euch von den Unholden. Aber ihr müsst 200 Orens zahlen und dem Geistlichen sagen, dass ich euch geholfen habe. Gewiss, Herr. Ich erzähle ihm alles, was ich weiß. Das ist nicht viel. Aber viel Gold besitze ich auch nicht. Na egal, solange die Toten erschlagen werden. Bis später. Ein Angsthase von einer Wache. Ich liebe es. Warum lässt man sich dann zur Wache machen? Das macht keinen Sinn. So überhaupt nicht. Naja. Nee, Tagebuch wollte ich jetzt nicht. Karte. Odo ist da unten. Da ist die Höhle. Und da ist die Gruft. Gehen wir auf dem Weg zu Odo bei der Gruft vorbei, würde ich sagen. Ich denke, das ist das Einfachste, um die Route hier abzuklappern. Und ich habe auch das Gefühl, wir werden früher oder später auf die Salamandra treffen hier draußen. Worauf ich natürlich totalen Bock habe. Es laggt übrigens ein bisschen. Ich hoffe, das ist bei euch nicht so stark. Ansonsten muss ich doch das paar Qualitäten runterstellen. Die stehen jetzt halt gerade alle auf hoch und ich habe ein bisschen an dem an den Filtern rumgeschraubt, damit das nicht so viel Leistung zieht. Obwohl die Leistung sollte eigentlich kein Problem sein. Ich meine, ich habe eine ziemliche High-End-Kiste im Moment hier stehen. Vielleicht treten dann die Frage auf. So viel zum Thema deutsche LK. Vielleicht tritt dann die Frage auf, was ich genau für einen Rechner habe. Das kann man auch relativ zügig beantworten. Ich bin voll an der Gruft vorbeigerannt übrigens. Ich habe eine... den genauen Markennamen habe ich bei den meisten Sachen nicht im Kopf, von daher werde ich den auch nicht großartig nennen können. Aber ich habe einen AMD-Prozessor aus der FX-Series.
8 Kerne, a 3,6 Gigahertz, die sich auf 4 hochtakten können, je nach Bedarf. Ich habe, also das hört man dann auch am Lüfter, beziehungsweise den Lüfter hört ihr nicht, weil ich ihn rausschneide. Ich habe 16 GB Arbeitsspeicher. Ich habe, ja, eine Terabyte Festplatte, super. Nö. Ist jetzt nicht so interessant. Ich habe eine Nvidia GeForce 640. Ja. Ist auch ganz lecker. Und dementsprechend sollte sowas hier eigentlich nicht laggen. Aber das tut's. Und das muss dann entweder am Spiel oder an irgendwelchen Einstellungen liegen.